Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und Prost! Alkohol ist nichts für Leute unter 16. Paulana Spezi. Wir gehen heute auf ein Festival. Schauen wir mal, was wir zu essen finden. Du musst jetzt sagen, viel Spaß in diesem Video. Viel Spaß in diesem Video. Kommen wir jetzt allererstes mal zu dem Outfit. Versace-Brille. Boom. Ein lilanes T-Shirt. Von H&M. Okay, eine kurze Hose. H&M. Angepasst an Garing. Und Doc Martens mit kurzen Socken. Das ist wirklich bodenlos. 12 Sekunden später. Du nur noch weiter oben zu finden, damit man es nicht sieht. Russenhock-Pose, so wie es sich gehört. All black everything, weil ich habe ein Geschäftsmeeting. Schwarzes T-Shirt, schwarze kurze Jogginghose, weiße Nike-Socken und Reeboks. Für alle Leute, die sich jetzt fragen, was ist das für ein Festival? Schall im Schilf, so Elektro-Techno, denke ich mal. Warum ich eine Regenjacke anhab, Leute, weil 70% Regen ist angesagt. Und ich bin kein Amateur. Ich bin da. Er ist der geborene Festival. Ich habe auch ein Zelt dabei. In meinem Jutebeutel. Auf jeden Fall, ich weiß nicht mal wirklich, was auf diesem Festival geht, aber es wäre eigentlich cool, irgendwie so Kleinigkeiten zu essen zu finden. So, was gibt es auf einem Festival zu essen? Hier geht schon richtig der Rave ab. Echt? Hätte ich nicht gemerkt. Wegbier und Hamburger, Lost Meat. Oh mein Gott, ich glaube, das ist das letzte Essen. Und der Moment ist gekommen. Der Moment ist gekommen, Freunde. Ich habe eine Regenjacke dabei und sonst niemand hier. Danke, danke. Auf jeden Fall voll die schöne Landschaft hier aber, gell? Ja, ich stink doch ein bisschen nach gerade. Hast du vorher gesagt, was du machen willst? Muss ich eh zensieren, aber. Ich will nehmen und mit Bäumen und Lichtern reden. Und mit Pflanzen. Real Talk, wir sind schon 2 Kilometer gelaufen. Ich brauche erstmal eine Pause. Ich glaube, ich stelle mir ein Uber erstmal zurück zum Auto. Weil wir kommen dann wieder. Und kommen dann wieder, dann wieder kurz davor wieder. Katastrophe, wie weit der Weg ist, Alter. Hört ihr schon den Sound? Eine Ewigkeit später. Real Talk, es stinkt ein bisschen. Sweaty over here, inne. Es ist keiner stinky over here. Stinky ass. Wie nasty. Es gibt was zu essen, Freunde. Dort die ganze Reihe voll mit Essen. Seht ihr diesen Bre mit dem Regenschirm im Hintergrund? Der ist besser organisiert als ich mit meiner Regenjacke. Ist ja wild viel los hier. Sieht doch schön aus. Auf jeden Fall, es gibt auch hier Pizza, es gibt Burger, es gibt Pommes, es gibt Drinks. Es gibt auf jeden Fall allerlei Auswahl hier. Wir müssen nur schauen, was wir hier leckeres finden. Weißt du, was mich am meisten a***? Diese ganzen Schlangen, Digga. Schlangen? Ach so. Zum Anstehen, meinst du? Ja. Auf jeden Fall allerlei Menschen. Security auch. Security macht einen guten Job, ehrlich. Security. Sieht aber schön aus. Wir sind genau zur richtigen Zeit gekommen. Junge, 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 Junge. Wie viele Menschen sind hier aber? Hä? Junge, 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 willst du mich verarschen? Und das in Nähe München. Schaut euch mal das an. Ich weiß noch nicht, Bruder. Da gibt es auf jeden Fall die Auswahl an Getränken. Es stehen übelst viele Menschen an. Eieieiei. Wie soll das funktionieren? Emre, du musst in Endmodus gehen und dich vordrängeln. Dich klein machen und vordrängeln. Das hier ist ein Emre und das sind sehr viele Menschen hier. Wie kommt er durch? Bruder, du brauchst dich nicht anstellen, du musst drängeln. 5 Minuten später, Emre hat 1 Meter geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein kurzer Weg, aber große Schritte. Es sind große Schritte für mich, meiner Größe. 6,5 Stunden später. Auf jeden Fall, da hinten waren wir Getränke holen. Da sind wir gekommen. Da ist die Mainstage. Da schauen kurz viele Leute hier, ja? Aktuelle Lage. 40 Minuten auf 2 Bier gewartet. Mal schauen. Vielleicht machen wir das als Thumbnail. Da bin ich so klein, Digga. Geh berghoch. Emre hat Hunger. Besser gesagt, wir beide haben Hunger.
Wir werden mal schauen, es wird entweder Pizza oder Burger. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was man auf einem Festival isst eigentlich. Und falls euch auch solche Sachen gefallen, dass ich euch so ein bisschen mit hinter die Kulisse nehme, besser gesagt hinter die Kulisse, ich bin einfach ein ganz normaler Gast hier, dann lasst es mich wissen. Wir schauen auch noch auf ein anderes Festival, Ferdinandsfeld, im August, 6.8. wird auch sehr lustig. Die Polizei ist auch da. Die sorgen für Recht und Ordnung hier. Mission Essen holen startet. Ich habe sogar Käsespätzle gesehen. Ich weiß noch nicht genau, was es wird, aber es wird lecker. Was essen wir? Auf was hast du Lust? Ich hab schon Bock auf so Fleisch, aber Pizza klingt auch wieder richtig geil. Pizza? Pizza? Burger. Okay, schmeiß einfach in die Luft und am Boden. Burger. War weiß. Burger. Okay. Alter, es ist schon auf jeden Fall krank voll und es kommen immer mehr Menschen. Das ist wirklich crazy, Leute. Ich glaube, 15.000 sind schon da. Safe, safe, safe. Ich würde sogar jetzt sagen, auf gesamter Fläche 20. Schaut mal da rein, Freunde. Da wird gegrillt. They grillen das Stuff. Durch das Gitter verkauft wird. Aktuelle Lage. Volleyballfeld. Schlange hat sich immer noch nicht bewegt. Aber echte italienische Pizza frisch aus dem Schneidhof. Die Mission war, dass Emre eine Brille auf diesem Festival kriegt. Eine Stunde später. Mission accomplished heißt es. Kuss geht raus an, wie heißt sie? Wie heißt du? Digga. Sie heißt Digga. Emre war ein Ehrenmann, er hat schon wieder Bier geholt und wir stehen immer noch an. Eine Stunde später. Aber echt. Auf jeden Fall, Freunde, der Chef hat mir erlaubt, dass ich kurz euch ein bisschen was hinter den Kulissen zeige. Kuss geht raus auf jeden Fall. Servus, ich bin der Giuseppe, hi von Il Gusto di Bella. Und ich wurde nochmal extra eingeladen zu denen in die Pizzeria. Heute Festivalpizza. Es muss schnell gehen. Es wird nicht das Meisterwerk überhaupt sein. Es geht einfach darum, trotzdem eine saubere und schöne Pizza an jeden hier auf dem Festival zu geben. Aber es geht natürlich darum, schnell Pizza zu liefern. Heute bin ich aber hier, um eine Festivalpizza zu testen. Und dafür haben wir dich, mein Freund. Und ich freue mich auf deine Pizza gleich. Danke. Also Freunde, die Männer haben hier 500 Pizzateige vorbereitet. Schaut euch das an. Wow! Ey, sehr stark. Alle raus, oder? Eine Pizza hat wie viel Gramm? 280 circa. Also wie ihr sehen könnt, es ist ein kleiner Foodtruck, aber klein und mit Herz. Das merkt man direkt. Die arbeiten wie ein perfekt eingespieltes Team. Die Pizzen sehen einfach super aus, muss ich ehrlich sagen. Der Pizzaiolo hat den Teig einfach im Griff. Das sieht man. Es ist wirklich die kleinste Fläche überhaupt, wo ich gesehen habe, dass Pizza gemacht wird. Aber die funktioniert. Wir stehen hier zu dritt, zu viert. Einer geht die ganze Zeit rein und raus. Freunde, ich hoffe, der Einblick hat euch getaugt. Und wenn ihr Bock habt, schreibt unten in die Kommentare. Dann schauen wir bei dem Pizzaiolo in der Pizzeria vorbei. Okay, nee, mach eine Margarita weg, eine Fungi noch. Dass wir drei einzelne haben, drei verschiedene. Emre erledigt die Arbeit für mich. Super Typ, Alter. Du bist professional, hä? Professional. Was sagt der Meister? Also für Festival Pizza ist der richtig geil. Ja? Der Pizza? Die Pizza. Das ist auch ein wichtiger Punkt, Leute. Wir essen nicht Pizza in einem Restaurant oder irgendwo, wir sind auf einem Festival. Das heißt, die Pizza darf auch eine 8 sein, dann ist sie eine 10, verstehst du? Wir werden nächste Woche Pizza in Milan probieren. Aber für ein Festival Pizza ist die richtig geil, wenn du ein bisschen drunk bist. Oh, was war's, was war's?
paar Bier in uns, 10 von 10. Was war's? Also, in dem schlechtesten Restaurant gibt's nicht mal so gute Pizza. Pizza und Bier, das hier, da müsste jetzt hier ein Ist-Gleich sein, dann würde hier ein Herz sein, Liebe. Aber hey! Schaut euch mal diese Luftblase hier an, ja? Wow! Der Teig ist schön crunchy, gell? Ja, Mann. Das feiere ich auch. Dann, wie das, dass dieser Teig so crunchy ist, ist auch irgendwie ein bisschen Juice mit drin. Juice! 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 Juicy things! Auf jeden Fall, ihr seht selber da hinten, Leute, da geht Pizza über die Theke. Bring me the pizza. Wenn du nie Flugzeug machst, will ich nicht. Wer mit Pilzen? So wie hier dann, das ist halt dieses schnelle Apfelzeug drauf. Wir haben schon gesagt, für Festival top Pizza. Danke. Okay, Freunde, das war es eigentlich schon vom ganzen Vlog. Kuss geht raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, folgt Emre auf Instagram. Und bis zum nächsten Mal. Und nach dem Auto gibt es noch ein paar Szenen, was hier abging. Tschüss. Wir werden noch viel Spaß haben heute. Wir machen kurz eine Sitzpause für euch. Dance, 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 dance. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Bester Mann. Er genießt. Oh, hey. Geiler Typ. Wow. Wow. Krank. Wow.